Herzlich willkommen, was geht, liebe Leute? Ihr habt es wieder geschafft, ihr seid auf dem besten Kanal auf ganz YouTube angekommen. Und heute geht es in diesem brisanten Video um eine Sache, die mir und die meiner ganzen Klasse widerfahren ist. Nämlich hatten wir die Hausaufgabe, in Sozialkunde ins BZ zu gehen. Das ist das Berufsinformationszentrum. Dort kann man sich über Berufe und alles mit Studium und was nach dem Studium passiert, bla bla bla. Wir haben die ganze Szene jetzt erstmal nachgestellt. Es ist vor allem für andere Klassen oder Schüler oder auch für Eltern, ich weiß nicht, um einfach ein bisschen zu zeigen, wie es da so abläuft. Klar, wir übertreiben das Ganze ein bisschen, bringen unseren Humor mit rein. Im Endeffekt kann man einfach genau das, was man dort macht, auch zu Hause machen. Also es ist nicht unbedingt nötig, dahin zu gehen. Viel Spaß. Scheiß Hausaufgabe, ey. Muss ich extra ins BZ gehen? Na, dann bringen wir es hinter uns. Mal sehen, für welchen Beruf ich so geeignet bin. Okay, BIZ-Startseite am Start. Entschuldigung, ich bräuchte mal kurz Ihre Hilfe. Ja. Ja, bitte? Worum geht es denn? Ich bin von der Waldorfschule Berlin-Mitte und wir haben folgende Hausaufgabe. Wir sollen rausfinden, welche Berufe zu uns passen, beziehungsweise unsere Berufe. Ja, und dann habe ich einfach mal hier die Frage, wo ich jetzt als nächstes draufgehen muss von der Startseite aus. Also ich glaube, Planet. Alles klar. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, und da bin ich. Was kommt da jetzt? Aha, hier haben wir meine Talente, ist das richtig? Also hier kann ich dann jetzt rausfinden, für welche Berufe ich geeignet bin. Ja, ich glaube, das könnte hinhauen. Okay, ich glaube, du kommst da allein zurecht, mein Junge. Bin ich auch ganz stark der Meinung. Beantworte noch ein paar Fragen. Mein Spitzname ist ein Horst. Irgendwie habe ich das Gefühl, es dauert richtig ewig. Wir sind im Saarland. Ne, kleiner Spaß, wir sind in Berlin. Wir sind in der Friedrichstraße und die fragen ernsthaft, welche Berufsfelder und Berufe dir gut gefallen können, findest du über deine Interessen heraus. Ja, bauen, Material bearbeiten, bleibt. Maschinen steuern, bedienen, anbauen, züchten, interessiert dich? Nee. 6,5 Stunden später. Interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich keinen Scheiß. Fertig zum Landeanflug. Dann los. Klingt so, als würde es jetzt erst anfangen. Dabei sitzen wir hier schon 2 Stunden. Entschuldigung, ich hätte dann jetzt gern mein Ergebnis ausgedruckt. Bitte. Hier, bitte. Dankeschön. Kann es irgendwie sein, dass die Berufe... Gucken Sie sich das nochmal an. Für keinen dieser Berufe habe ich mich jemals interessiert, dass es irgendwie Jobs sind, die der Staat braucht. Ja, aber sicher kann das sein. Ich meine, es ist ja heutzutage schon wichtig. Viele Berufe werden jetzt gar nicht mehr ausgeübt. Ja, klar. Das muss da beeinflusst werden. Anders geht es nicht mehr. Sonst können wir das BIZ auch gar nicht mehr finanzieren. Junger Mann, ich will Sie ja jetzt auch nicht anlügen. Das ist ja, entspricht einfach der Wahrheit. Genau so und nicht anders. Es ist abgelaufen. An jeder Geschichte ist ja wirklich ein Fünkchen Wahrheit dran. In dem Fall war es halt wirklich so, dass wir da stundenlang diesen Scheißtest gemacht haben, wo nur Scheiße rausgekommen ist, was garantiert nur Werbung für den Staat war. Man hätte das Ganze auch, wie ihr jetzt gesehen habt, wir haben es ja zu Hause gedreht. Die Seite gibt es im Internet. Man hätte einfach zu Hause das machen können und wir sollten da extra hingehen. Ja, für welche Berufe ich mich wirklich interessiere und so, sag ich nicht. Aber ihr merkt es vielleicht schon. Ich will auf jeden Fall YouTuber werden. Das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Kommentar da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Dab. Dab ist so out, Alter. Ich mach das nie. Ich mach das eigentlich nicht.